The Feurige Engel ist natürlich eine sehr komplexe Oper, thematisch und musikalisch und eine darstellerische Intensität. Man muss nie vergessen, dass es eine Liebesgeschichte ist. Das ist ein Stück nicht, es ist eine große Frauenrolle. Diese Renata-Rolle ist eine von der schwersten Partie überhaupt in Oper. Aber es gibt auch einen Mann, Ruprecht, und die Geschichte ist eigentlich eine merkwürdige Liebesgeschichte. Ich denke, es ist eine Person, die, eine Frau, die hat ihre Kindheitsträume, ihre Fantasiewelt, als ihre Mädchenwelt, auch als erwachsene Frau noch nicht verlassen. Ihr ist ja als kleines Mädel dieser Engel erschienen und der war, glaube ich, so eine Art Bruder, Spielgefährte, ein Alles für sie. Also Seelenpendant und diese Nähe und diese Schönheit der Fantasien, die dort stattgefunden hat, das ist sie nicht bereit aufzugeben oder schafft sie nicht. Diese Traumwelt, in der sie sowieso mal lebte, im Zusammenhang mit so einer aufbrechenden Sexualität auch, da ist sie, diese Frau Renata, vollkommen drin verloren. Wir haben entschieden, dass diese Liebesgeschichte muss in einer Form von Psycho-Sexual-Spiel sein. Das bedeutet eine sadomasochistische, erotische Spiel und man eigentlich sieht die Fantasien von einem Mann und einer Frau, nicht nur einer Frau. Das ist wichtig, ist, diese Inszenierung wird als ein Beziehungsstück gesehen, nicht als eine One-Woman-Show. Stimmlich ist es schon eine Heldenstimme. Oftmals haben sie solche fast Sustento-Passagen. Das ist stimmlich kritisch, sollte man wirklich eine erfahrene Sängerin sein, die sich schon im dramatischen Fach umgetan hat, einfach weil das sonst wahnsinnig ermüdend ist. Ich glaube, dieses Stück lebt von Intensität. Es ist diese Leidenschaft. Das ist kein Stück, das subtil ist. Dieses Stück ist ein russischer Expressionismus. Das bedeutet, dass die Emotionen und die Leidenschaft muss durch den Körper und die Stimme kommen. Das muss eine fast unerträgliche Kraft und Leidenschaft haben. Und es muss von dieser Darsteller kommen. Die ganze Inszenierung wird nur in Leben kommen, wenn diese Explosion zwischen dieser Mann und einer Frau auf der Bühne ist. Und wir haben die beste Besetzung, ich könnte mich vorstellen. Diese Prokofjewsche Musik ist einfach so emotional und so trifft die Charaktere so sehr auf den Punkt. Ich finde es hochspannend und freue mich einfach drauf, so einen komplexen Charakter auszuloten.